Recht herzlich willkommen zur 203. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal festgestellt, dass diese Kette hier ja auch nicht mehr läuft, weil niemand mehr Öl braucht, ne? Oder wie war das? Doch, das Chemiewerk braucht Öl und die Raffinerie braucht auch Öl. Aber das war ja der Rattenschwanz dann, der kein Öl mehr braucht. So ist es. Gut, erledigt. Haben wir das auch geklärt. Schade drum, aber was willst du machen? Ist halt so. Wenn die da die Strategie ändern, ist das halt geändert. Jetzt ist die Frage, ob wir noch ein Interesse daran haben, dann das weiterzumachen, weil ja, es ist nur eine Kette sozusagen, die hier weg ist, ne? Aber schön wäre es natürlich, wenn wir das hinkriegen würden. Ja, wir könnten jetzt, wie gesagt, in den Dingens wechseln. In den Spieler, anderen Spielermodus, ne? Wie war das hier? Spielerwechsel. Spielerwechsel? Macht er gar nicht irgendwie, oder was? Weil was ändert sich denn jetzt hier? Da kommt hier vier Stück und da ist das weg. Der Netzwerkplan hier, Linienverwaltung. Ja. Hier ist was blockiert. Gucken wir mal gerade rein. Was ist da blockiert? Brauerei, Mühle. Dann lass den noch mal gerade weiterfahren und gucken mal, ob das blockiert dann weg ist. Ja, ist es. Aber der nächste kriegt ja auch nichts. Also alle anderen sind dann trotzdem blockiert. Naja, dann ist das so. Gut, lassen wir so. Kümmern wir uns um andere Dinge. Dieses Getreide mag keiner mehr haben. Was machen wir? Haltestellen, Bezeichnung, wartend, absteigend, Sonderhausen. Das wollen die mit Döbeln, die wollen da lang, das haben wir schon gemacht. Döbeln, Waldweg, Hafen. Warte mal, über Döbeln, Waldweg, Hafen und direkt nach Döbeln, Waldweg, Hafen. Okay, dann ist Sonderhausen, Goldstraße. Angesagt, wo sind die? Die Goldstraße. Ist die da oben, ne? Ne? Oben gab es keine mehr, ne? Ne. Weidmannsdorfer Straße, untere Ländler. Goldstraße, hier ist es, okay. Da wollen so viele hin, 15 aber noch weg. Goldstraße 273 und Karl-Marx-Straße. Wo ist die? Keine Ahnung. Rosenweg, Karl-Marx-Straße, Karl-Marx-Edison, Mittelgebirge, hier Straße. Hä? Anderer Ort oder was? Ja, Waldeck, ach Waldeck, alles klar. Waldeck 276, alles klar. Sonderhausen, Goldstraße haben wir hier, über Floto 104, ja. Müsste man jetzt hier die Linie anpassen? Für die Goldstraße, dass man da einmal vielleicht mehr hinfährt oder so, ne? Das ist jetzt unser Bus hier mit der Linie, oder? Stadtbus West oder sowas? Ne, Nord. Sonderhausen-Rosenweg, Sonderhausen-Goldstraße, Rosenweg. Untere Ländle, Rosenweg, immer wieder zurück, ist klar. Rosenweg-Goldstraße. Jetzt müssten wir die Linie ändern und müssten hier mal irgendwo einfügen tippen, Goldstraße nehmen und dann wieder hier oben Dingens, Rosenweg. Ja, dann würden wir da zweimal hinfahren. Vielleicht rechnet sich das ja dann. Der fährt ja plus hier. Vielleicht sind dann auch die Fahrgäste da schneller weg.
Waldweg, Sonderhausen. Der nächste hier ist die untere Lände mit 40, das passt schon erstmal. Kann man so lassen. Mach das mal zu. Ja, Lilienstraße ist klar. Haben wir eigentlich auch schon dran gearbeitet. Ostdeutsches Rathaus fährt da auch an. Ja. Da haben wir auch einiges liegen, da haben wir aber auch schon dran, ne? Waldeck-Karls-Marx-Straße. Sind wir überall schon gewesen hier. Das wächst wie bekloppt hier, ne? Diese Stadt ist schon richtig gut am Wachsen. Ja, die müssen jetzt nur die Freiflächen ein bisschen besser machen. Oh, hier ist noch was Neues. Komm, da müssen wir dann eine Haltestelle noch basteln. Mach mal Haltestelle auf, da. Also da wäre schon eine Haltestelle hinzubauen. Das heißt, wir müssen diese Straße da verlängern. Also, da müssen wir natürlich da eine Aufschüttung machen, die uns da noch fehlt. So, ist passend, oder? Und dann da weiter. So, jetzt könnte das da hin. Und wird das abdecken und ich glaube, wir machen noch eine Aufschüttung davor hin. Und ziehen die Straße noch einen Schritt weiter. Und machen dann da die Bushaltestelle und den Postkasten hin. Dann haben wir das abgedeckt. Super. Aber dann müssen wir noch gucken, welcher Bus da hinfahren kann. Mach das mal hier alles zu. Linienverwaltung, Stadtbus, Waldeck. Stadtbus Waldeck. Da. West. A, W, C, D, E und F. Da geht nur einer. Linie ändern. Karl Marx ist unser Ziel, das heißt, wir machen wieder Karl Marx und dann hier hin und dann passt's. Ja. Sehr schön, dann holen die den da auch weg und das ist alles prima. Super. Ja. Haben wir hier auch abgedeckt. Oh, guck mal, hier ist auch ein Feld. Müsste mal gucken. Ach so, die ist schon da. Das heißt, wir müssen noch mal weiter raus. Dieses ein bisschen länger ziehen. Und Bushaltestelle. Oh. Dahin und dann noch die Straße noch einen Tacken länger machen. Den Postkasten machen wir dann dahinter, ne? Passt. So, und dann müssen wir da auch gucken, wer da fährt. Das ist jetzt Floto. Nord. Oder Süd. Ich würde sagen, das ist Süd hier, oder? Ja. So. Und da geht noch was. So, Alachas-Straße. Müssen wir da dran machen. Und das da dran machen. Dann passt's wieder. Gut. Dann werden die da auch abgeholt. Und hier ist alles im grünen Bereich dann.
Haben wir hier alles abgecheckt? Ja, ne? Ja, war. Schon wieder zwei Bushaltestellen mehr, ne? Was macht Sonderhausen hier unten? Wächst nix. Also wächst schon, aber müssen nichts machen. Da ist okay, hier ist okay. Da ist schon eine lange Straße, aber nichts wächst weiter hier. Komm, dann gucken wir gerade den Rest auch noch nach. Das haben wir hier. Dann können wir Döbeln angucken. Hier ist alles gut. Hier ist auch alles gut. Da ist gut. Da ist gut. Das Haus ist in der Bushaltestelle. Und na ja. Passt. Dann können wir mal nach da links gehen. Hier ist alles gut. Hier auch. Hier ist gut. Hier ist gut. Alles abgedeckt. Man überlegt, dass die Klosterbrauerei immer auf freiem Feld war und alles jetzt hier rundherum zuwächst, ist schon cool, ne? So, dann hier oben. Da ist auch alles prima. Ah, guck mal da. Da muss was hin. Ja, dann sieht es so aus. Nee, das ist verkehrt. Das ist richtig. Sieht so aus, entweder hier lang oder da lang. 1, 2, 3, also hier. Eins, zwei, drei. So muss es sein. Da den hin und den Postkasten dahinter. Passt. So, dann ist das Häuschen auch abgedeckt. Jetzt müssen wir nur gucken, wer hier wo lang fährt. Das ist Adenau. Stadtbus Adenau Süd oder sowas. Adenau Süd. Warte mal, ah. Das ist voll. Louis Pasteuring. Ist der hier mit drin überhaupt? Ja, da. Gut, das bedeutet Stadtbus Süd, dann machen wir noch einen Stadtbus Ost. Nicht Linie ändern. Neue Linie. Stadtbus Adenau Ost. Schuss. Muss jetzt einfach nur hier den klicken, ne? Und wo ist der Wechsel hier, ne? Machen wir auf jeden Fall dahin. Erledigt. Und dann müssen nur noch zwei Fahrzeuge drauf. Und die starten da unten. Post. Sehr interessant. Ein Sattelaufleger gäbe da. 80 km/h, 13 Cent. Was kostet der Auflieger? 6,28 dann, ne? Krass. Ach so, da ist noch ein Bus drauf. Und dann
Stadtbus Adenau. Bahnhof Süd. Den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Komm, Adenau Ost. Nehmen wir. Starten. Und dann nochmal hier die Post raus und Passagiere. Achso, den wollen wir verkaufen. Ja, und welchen Bus nimmst du da, ne? 70 Passagiere. Okay. 35 Passagiere. Da gehen so viel rein in diesen Dingen da. Das ist so klein. ...1,42... ...1,47... ...99... ...1,87... ...1,28... Ich habe keinen blassen Schimmer, welches hier das sinnigste ist. 1,28 bei 44, ne? Prinzipiell müssen wir nur den fahren erstmal, weil wenig sowieso fahren werden. Ist das ein Citaro? Keine Ahnung. 88 Passagiere. Der Setra 53. 1. Ich glaube, wir nehmen erstmal den. Starte den und gut ist. So, ja. Der muss noch wissen, wo er langfahren muss, ne? Dann geht das auch. Da ist er. Machen wir schnell, dass wir da hinkommen. Und kriegt er überhaupt Passagiere mit? Das eine Häuslein da? Nö. Passiert nichts. Schade. Ja, der fährt erstmal für lau. Kommt doch keiner dabei. Da ist der erste Fahrgast. Okay, kriegen wir hin. Verlustgeschäft wie immer, aber egal, das fängt so immer an. So, was haben wir dann? Falsche Taste auf jeden Fall, weil ich wieder WASD schicken wollte. So, dann haben wir da geguckt. Dann machen wir die Karte auf hier. Hier unten waren wir, da waren wir. Dann sind wir hier oben noch. Guck mal, hier sind auch noch welche. Gehört denn das hin? Altenau. Altenau baut hier weiter. Ist aber noch abgedeckt durch die Straßenbahn, ne? Ja. Könnte sich hier noch was entwickeln. Das gehört nach Hardexen, okay. Wo gehört denn dieses hin? Nach Altenau, okay. Hardexen. Kann man das hier auch sehen, wo das hingehört? Nicht wirklich, ne? Oder? Altenau-Haltestellen sind damit verbunden. Tiefland, okay. Naja. Also jetzt wollte ich... Ich wollte die Karte drehen, ne? Was ist denn das hier, ein Depot?
Okay. Dazwischen ist ein freies Stück Land, alles klar. So, Karte wieder drehen. Taktisch bekannte Übersicht. Ach so, wir haben noch nicht geguckt, ob es hier noch was gibt. Da oben nicht, hier unten nicht, hier rechts auch nicht. Gut, dann haben wir nur noch Riedenburg oder wer war das? Die Schäfchen sind noch im Trocknen. Hier oben ist auch alles gut. Ja, super. Und hier passiert sowieso blöderweise nichts. Ja, passt erstmal. Dann sind wir durch. Würde ich sagen, auch für die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Kommentare, herzlich willkommen und teilt das Ganze auf allen Kanälen, wie beim letzten Mal schon gesagt, damit andere auch den schönen Erfolg von Simotrans mitkriegen können. Alles klar, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.